Klaus-Peter Bergmeier ist Eigenheimbesitzer. Und er ist Heimwerker mit besonderen Ambitionen. Schritt für Schritt baut der IT-Spezialist sein Haus aus zu einem Smart Home. Mit diesem Schlagwort vom intelligenten Haus wirbt inzwischen eine ganze Branche für die zukünftige Vernetzung von Heizungstechnik, Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik. Komfortbedürfnisse waren für Klaus-Peter Bergmeier denn auch der Einstieg in sein eigenes Smart Home-Projekt. Ich wollte einfach meine Rollläden automatisieren. Ich hatte da einen stumpfen Schalter und fand es doof. Bewegung tut uns zwar allen gut, aber ich finde, das muss man nicht immer hinlaufen. Und so fing ich dann an, mir den ersten Mikrocontroller zu beschaffen, fing dann an mit der Mikrocontroller-Programmierung. Damit ist das Ganze dann losgegangen. Inzwischen steuert Klaus-Peter Bergmeier nicht nur seine Rollläden über das Netz. Eine Software stellt das Wasser ab, wenn niemand im Haus ist. Zum Schlafengehen fahren Licht, das Fernsehen und die Musikanlage runter. Das System reguliert außerdem die Heizung nach Wochentagen und nach Witterung. Und eine kleine Wetterstation im Garten entscheidet, ob die Markise aus- oder eingefahren wird. Die Fernidee ist eigentlich ein intelligentes Haus, das sehr viel von der täglichen Routine, die wir machen, ob wir das Licht einschalten, ob wir die Heizung aufdrehen, ob das Wasser ein- und ausgeschaltet wird, dass das Haus das für uns so ein bisschen denkt, in Anführungszeichen. Die einzelnen Komponenten für das vernetzte Eigenheim existieren bereits und sind sogar zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Doch das Zusammenspiel der einzelnen Teile ist schwierig zu organisieren. So nutzt Klaus-Peter Bergmeier eine eigenständige Steuersoftware in seinem Haus, die alles unter einer einzigen Benutzeroberfläche zusammenfasst. Es ist eine Open-Source-Lösung, an der eine ganze Gemeinschaft von freiwilligen Entwicklern arbeitet. Das ist eine sehr schöne Lösung, die auch von vielen, vielen Programmierern weiterentwickelt wird. Ich bin da und hau immer die aktuellsten Patches drauf, einmal in der Woche. Dank des Internet steht zwar ein universeller Standard zur Steuerung von Licht-, Heiz- und Sicherheitstechnik parat. Aber noch fehlen Lösungen, die gleichzeitig leicht zu bedienen und intelligent sind, kritisiert Martin Becker vom Institut für Gebäudeautomation an der Hochschule Biberach. Warum kann ein System zukünftig nicht vorschlagen, wenn es merkt, mein Energieverbrauch oder meine Energiekosten sind vielleicht jetzt im Verhältnis zu ähnlichen Nutzungen zu hoch, dass es mir gleich schon automatisch Vorschläge macht. Da gibt es die und jene günstige Anbieter und ich kann das als Unterstützungssystem nehmen, sozusagen meinen Energieeffizienz-Butler, der mir hilft, meinen Alltag besser zu gestalten. Christian Deilmann, Gründer des Münchner Start-up-Unternehmens Tado, hat eine Geolocation-App zur Heizungssteuerung mittels Smartphone entwickelt, die solch einen Energieeffizienz-Butler darstellen könnte. Die Tado-App weiß aufgrund des Handystandortes, wo sich der Nutzer gerade aufhält und heizt dementsprechend ein oder nicht. Als wir die Firma gegründet haben, wollten wir im Endeffekt den Energieassistenten entwickeln, der eben für den Nutzer sich darum kümmert, dass wenn ich außer Haus gehe, dass dann Energie eingespart wird und bevor ich wiederkomme, dass es automatisch warm und komfortabel ist. Das ist die Idee hinter Tado. Vielleicht ist ja das Smartphone der entscheidende Faktor. Das bisher fehlende technologische Glied, das Smart-Home-Konzepte aus der Theorie in den Alltag zerrt. Denn Häuser, da ist Christian Deilmann sicher, werden schon bald Netzgeräte sein. Neue Häuser in den nächsten Jahren werden schon vernetzt gebaut werden. Also es wird Datenleitungen geben, die Themen, die ich dort einbaue, die werden alle ans Internet angeschlossen sein. Das geht auch so ein Stück in die Richtung Internet der Dinge. Das heißt, dass ich im Grunde alle Lichter, Schalter, Steckdosen, Küchengeräte, Waschmaschinen, dass die übers Internet gesteuert werden können. Darauf möchte Klaus-Peter Bergmeier nicht warten. In der Computerwelt sind es oft die Bastler und Hobbyisten, die die entscheidenden Lösungen entdecken. Und vielleicht ist das ja auch künftig bei Häuslebauern so.